Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ja, in der letzten Folge den Hexenwald bereinigt gegen die abtrünnigen Magier und aber auch hier auf der Weststraße ordentlich aufs Maul gekommen, weil wir in einen Hinterhalt geraten sind. Es waren einfach zu viele Feinde. Und jetzt bin ich am Patch und werde mal versuchen, gegen diese Horden an Gegnern anzukommen. Ja, ich habe auch viele mit in den Tod gerissen, aber dann kamen von hinter mir noch welche. Ja. Dann war ich da eingekesselt mit meiner Gruppe, wo halt nur ein Krieger drin ist und die anderen alle relativ anfällig sind. Für Nahkampf auf jeden Fall, ja. Jetzt versuchen wir hier nochmal. Hier waren sie doch irgendwie. Nicht so im Haus? Ah, ne, da waren wir schon drin. Da waren wir schon drin, ja. Kann sein, dass man hier nochmal rein kann. Ach. Want me to handle that? Ja. Mach doch mal. Bitte, bitte. Jetzt kann man nur hoffen, dass so eine Situation nicht einfach reset werden, sobald man rausgegangen ist. Ja, gut schon. Läuft Chris Henry bauchfrei rum? Das sieht, glaube ich, nur so aus, weil ihr Rüstung so komisch aussieht. Siehst du? Der hat da schon Stoff davor. Lesen! Zwergische Runenherstellung. Ja, Diamantenviertel, Herstellung von Runen, Bedeutung der Symbole, bla, blub, platsch. Wie immer kurz, weil man ja nicht erwarten kann, dass jeder jede Folge guckt. Ist nicht so, dass uns das nicht interessiert. Wir machen aber irgendwann mal eine Vorlesestunde. Oder Beziehungsweise mehrere. mehrere Vorlesungsstunden, also, Weil, ja. ja, wenn wir das im Let's Play lesen würden, dann wäre drei Viertel der Folge immer, dass wir vorlesen. Richtig. So einige Sachen lesen wir zwar schon vor, wenn sie halt, kurz genug sind, aber ja. Und wie gesagt, ihr kennt BioWare-Spiele. Sie sind halt So. so viele Sachen, die da immer reinhauen. Irgendwo hier müssten die Schufte stehen. Da sind Da sind sie. sie. Angriff! Alle geschockt. Dieser Panik. Verdammt! Nein, 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 nein. Oh. Mist, Vieh. Ja, mittlerweile kriegen wir doch den Schwierigkeitsgrad schwer ein wenig zu spüren. Ja. Wir sind geschockt hier, eingefroren und zerschmettert. Also schon wieder welche. Ja. Die zweite Gruppe. Ah, jetzt weiß ich wieder, was die dritte Zaubererklasse-Spezialisierung noch war. Was denn? Nekromant. Oh! Das fiel mir gerade ein, weil immer noch kurz der Lebensbalken da ist, wenn sie noch tot sind. Okay. Derzeit kann man sie ja zurückholen. Das Problem ist, dass Nekromant wohl für einen Bug sorgt, dass man das Gebiet teilweise nicht verlassen kann. Was? Weil man seine Nekromantenviecher noch bei sich hat. Okay. Aber ich muss auch sagen, wäre auch das, was mich jetzt am wenigsten interessieren würde von den Spezialisierungen. Ja, haben sie auch sehr, sehr geil angehört. Obwohl ich ja Nekromanten dann sehr, sehr gut finden kann. Ja, aber sie tendieren auch dazu, langweilig zu werden ab einem bestimmten Punkt. Du gehst jetzt mal in Panik und haust ab. Bist du lass mich durch! Oh, wie viele kommen denn hier? Meine Güte! Wir wollen doch nur eine Scherbe. Mann, Mann, Mann. So, haben wir es jetzt. Das müssten alle gewesen sein, die hier vorhin in der letzten Folge, genau, uns angegriffen haben. Was haben wir denn hier? Nicht die Scherbe. Wie sind hier lang? Hallo? Hast du einen Durchgang? Ja. Ist hier gar nichts? Drache! Ach, hier kommen wir zur Wegkreuzung Ach, und schau mal eine an. hier ist Quest. Ach, das ist der Whittle. Ah, hier ist der. Sehr gut. What do you need to keep these refugees warm? Blankets, warm clothes, all of it. These poor sods lost everything when the mages and the Templars went crazy. If we were in a village, I could just pinch a blanket off a clothesline and be fine. Out here, I'm sure the apostates have plenty of supplies, just haven't been able to find them. Müssen wir jetzt Wäsche von den Abtrünnigen klauen? Ich finde 5 Vorratslager der Abtrünnigen Tatsache. Na denn. Wo sind die denn? Überall. Ach, verteilt. Überall. Elementen ausgeliefert. Vor allem hier hinten überall. Oh, hier noch ein Kriegsverweigerer. Meine Ach, hier ist der Schlüssel für die Hütte im Hexenwald. Ah.
Meine Güte. Oh Gott. Wir denken die ganze Zeit, dass wir eigentlich dieses Gebiet schon fertig haben, abgesehen vom Riss, aber nein. Immer wieder führt es uns dorthin. So, da ist die Scherbe. Ach so, hier. Da ist ein kleiner Geduldspfad. Interessant. Dann gehen wir mal zurück zur Scherbe. Ja, wir werden auch demnächst irgendwann mal nach Haven zurückkehren. Ja. Um die Scherben mal untersuchen zu lassen, neue Sachen auf der Karte anzuwählen. Da ist so eine Truhe. Aber wir werden so im Großen und Ganzen erstmal das Gebiet hier abhaken, denke ich. Ja. Soweit wie es geht. Ich glaube, der Drache wird jetzt nicht in nächster Zeit fallen. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, damit das so ein bisschen Struktur hat, was wir hier tun. Eine Blutung. Plus 2% Bluten bei Treffer. Und robuste Abenteuerbehaube. Interessant. Ach, was haben wir da schon wieder? Seid doch mal einfach alle tot. Wir können auch glatt unseren anderen Kameraden auch mal Helme aufsetzen. Stimmt alles. Sieht zwar nicht so hübsch aus, aber in den Gesprächen sind die Helme ja eher. Barry. Meine Güte. Ja, auch mal den Innovationstrank. Überall fetzt hier die Magie um uns herum. Ja. So, Peter. Na, lass dich plündern hier. Eine Bogensehne. Und vor allem, um auch mal bei unserer Forschung die Sachen abzugeben, sodass wir mal die Schwächen und so von den Gegnern sehen können. Ja. So, eine brennende Hütte, da gehen wir mal rein. Jawohl. Hallo. Nun. Vielen Dank. Das ist interessant gewesen. Oh, hier ist eine verbrannte Leiche. Die ärmste. Ich verstehe gar nicht, warum den Leuten kalt ist. Einfach ins Feuer liegen. Ja, macht doch eh keinen Schaden. Wieder warm. Dann nehmen wir einen. Das wäre doch ein Vorratslager eigentlich, oder? Mano. Okay, aber rum. Ein bisschen Eisen mitnehmen. Ich glaube, du musst wieder nach unten. Hier komme ich wieder zum Hexenwald, oder? Ja. Waren wir das schon? Hier waren wir noch nicht, nein. Aha, was haben wir denn hier? Eine Truhe. Elfenkapuze. Okay, und ein Dallas-Spielzeugsoldat. Jawohl. Und lesen. Festung der abtrünnigen Magier. Habt ihr genug davon, euch von der Angst dieser dummen Narren fesseln zu lassen? Dann kommt in den Hexenwald. Folgt den Zeichen. Ihr könnt frei unsere Kunst betreiben und am Ende zu den neuen Göttern werden, so wie es vorher gesehen ist. Ein Brief unter Unterschrift in großen und offensichtlich aufgeregt geschriebenen Lettern. Gut. Ja, der Festung hat sich ja schon erledigt. Ja. Die ist ja schon komplett ausgeräuchert. Also, genau. Wir wollen ja mal. So, wir können ja selber unsere eigene Rüstung mal kurz gucken, ob wir irgendwas Neues, Besseres haben. Die haben wir gerade an? Ja. Nee, das ist eine Rüstung, ja. Aber wir haben eine Abenteurerhaube und wir haben eine robuste Abenteurerhaube gefunden, die hat 3 Verteidigungen mehr. Dort, dort. Sind die auch? Und 23 maximale Gesundheit plus. Oh, nicht schlecht. Noch immer für dich. Ah, da kommt gar nichts auf. Also ist alles, was sie haben kann, besser. Mhm. Was war das hier? Nehmen wir alles schön seinem Helmchen auf. Rank hat eine. Das hier ist auch eine bessere Rüstung für ihn. Oh, na, dann kriegt er die doch. Und er kriegt auch noch eine Abenteurerhaube. Sieht denn besser als sein Helm, den er hatte? Das hier auch. Ach so, okay. Ja, und Solus. Und Solus kann nur die Schreiberkapuze oder die Elfenkapuze tragen. Dann kriegt er die Elfenkapuze. So, alle nochmal angucken, wie schmuck sie jetzt aussehen. Sehr hübsch. Wunderschön. Mit Löchlein für die Ohren. Ja, wir sehen eh am besten aus. Ja, schön. Ja. Wir sind alle etwas einheitlich gekleidet, abgesehen von Solus. Upsa. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Solus, meine Güte. So. Ja, gut. Da brauchen wir nichts. Wir müssen bald auch wieder zurückkehren. Wir sind schon wieder bei 55 von 60. Ja. Gedöns. Marina Blutung kann auch Cassandra mal nehmen. Ja, okay. So. Wieder einmal mehr Verteidigung. Yay! Sieht wunderbar aus. Wunderbar.
Die Helmchenbande. Hui. So, zurück auf die Weststraße. Einen gefährlichen, gefährlichen Ort. Ja. In jeder Ecke lauern Gefahren hier. Das dürften die sein, die mich umgespratzt haben vorhin. Stimmt. Da ich die vorhin nicht gekillt habe, sondern die. Du warst schon mal ab. Nope. Hallo? Direkt vor dir sollst du angreifen. Ich brauche alle schön verhöhnen. Angriff! Blitz! Da! Weg mit dem Schild! Stirb, du Mistvieh! Da ist es wieder! Los, Crescendo, hau ihm aufs Maul! Und er ist... Er hat geblockt! Down! Ja. Fiese Wicht. Warum können wir einfach diese ganze Wolle, die wir hier von den ganzen Typen abknöpfen, einfach den Leuten geben? Also... Geht doch auf! Tja. Müssen wir was schnell draus stricken und so weiter, kriegen sie bestimmt hin. Wir haben wirklich Verteilungsanlagen hier aufgebaut. Because it's a video game. Ja. Was haben wir denn hier? Wir haben dich noch nicht gesehen. Sterbt! Aber der Inquisitor sagt, warum jemanden in Frieden lassen? Damn wir ihn auch töten. Damn wir ihn auch töten können. Das ist die oberste Regel der Inquisition. Ich hätte mich noch nicht so weit. Eigentlich sind ja Schwertkämpfer, die sich weit von ihr entfernen, dann tun. Direkt Panik. Boah, jetzt macht unser Schild nach vorne. Fieser jetzt ist er umgekippt. Jetzt ist er des Todes. Oh, da hat er den Fehler gemacht, sich zu Crescendo umzudrehen. Auf jeden Fall ist unser Stab echt cool, weil wir noch richtig Klinge haben noch am unteren Seite des Stabes. So. Und zur Scherbe. Weil hier liegt doch nicht. Boah, da ist glaube ich Truhe noch drin. Oder? Nee, fast. Geht zur Scherbe. Ja, ist ja gut. Da muss sich doch alles angucken. Ja, aber das kann man doch auch mal machen, wenn man was eingesammelt hat. Ja, wir können aber trotzdem schon mal jetzt alles holen, dann halt das einsammeln. Als wird so oder so früher später eingesammelt. So. Oh ne, ist nur ein Tor, was umgekippt ist. Angriff! Dieser Stachel in meinem Fuß tut überhaupt nicht weh! So, bald sind wir Level 6. So. Ah, Knopf vorbei. Ach, geht doch. Was sind wir denn hier? Da. Bitte, da haben wir unsere Scherbe. Ja, danke schön. Bitte. Ah, da kann man wieder was einnehmen. Also ja, bevor wir zur Templerfestung gehen, würde ich die Tränke nochmal aufladen gehen. Ja, aber hier haben wir was für die Inquisition. Ach du meine Güte. Lyrium drin. Und jede Menge. Magier. Okay, machen wir erstmal. Was haben wir denn hier? Ah, nein, Tempelverteidiger, Tempelbogenschütze. Nee, das war Bogenschütze, das ist ein Bogenschütze. Man kann auch Varric, wenn das noch nicht gemacht hat, mal seinen perfekten Schuss gegen den Bogenschützen dagegen platzen. Halt, da. Hat er noch nicht. Hat er noch nicht. Dann mach doch mal hier. Oder nicht weiter. Ja, er schläft da ein. Schläft er schon. Er schläft, in Anführungszeichen. Ja, er lebt noch. Der Bogenschütze, den er perfekten Schuss abgeben. Ja, aber auch wenn er dann gleich richtig schläft, ja. Dann schläft der mir. Natürlich. Aber Papa, er ist in 1000 Teile zerschlagen. Der schläft. Was ist denn Spaltung? Na, er wurde gespalten. Level 6. Leider nur wir. Ja, dann sind wir mal ein bisschen später dran. So, der Raum hat Stufe 6 erreicht. Woo! Und das gehört der Inquisition! Fort Connor! Guck mal, das ist das nächste, was man sammeln kann, Mosaikteil. Mosaikteil, ja, habe ich schon vorhin mir kurz durchgelesen. Fort Connor wurde von dem jungen Aemon. Warst du noch nicht in Redcliffe in Teil 1? Doch, klar. Aemon ist der Aal, der da vergiftet wurde und da. Von dem. Hat er durch Aemon ausgesprochen, da steht auch Aemon. Aber der wird. Ja, aber Englisch Aemon. Ach, Aemon. Ach, jetzt.
Captain. Und Ford Connor, sein Sohn ist Connor. Ach so, stimmt. Ja, eine kleine Reminiszenz. Stimmt, ich erinnere mich an den ersten Teil. Ford Connor wurde von dem jungen Al Eamon erbaut, nachdem die Olisiana aus. Das ist ja Olisiana. aus Ferelden vertrieben worden waren. Sein Name erhielt es zu Ehren von Eamons Vater, der in den Schlacht von um Westhügel gefallen war und nachdem der Arl auch seinen Sohn benannte. Eamon war fest entschlossen, Radcliffe zu einem leuchtenden Beispiel für die Stärke Ferelden's zu machen. Ford Connor sollte dabei dazu dienen, den Königsweg zu überwachen und die Hinterlande gegen jegliche Feinde zu verteidigen. Während der fünften Verderbnis bewies es im Kampf gegen die dunkle Brut seine Stärke und nahm erste Schaden, als diese ihre Gesandten einsetzte. Eamon sagte zu jener Zeit voller Stolz, Ford Connor sei unzerstörbar, solange keine Magie im Spiel ist. Und dafür haben wir, dem Erbauer sei Dank, ja die Templer. Ein Auszug aus Sis, aus lebendiges Radcliffe von Schwester Dorca Grin. Ja. Eamon, eine wichtige Figur im ersten Teil. Und ja, im Musikteil. Und auch nicht ganz unwichtig, der Ziehvater von Alistair. Das stimmt ja. Mhm. Das stimmt. Ja, hier Ford Connor, aber auch eine rote Lyriumquelle. Der Truhe. Das haben wir nicht was Schönes. Ein Spezialistenwappen. Steht auch nicht dazu. Nun. Genau das. Das heißt ein Spezialistenwappen. Wer kennt kein Spezialistenwappen? Jeder hat ein Spezialistenwappen. Hast du etwa kein Spezialistenwappen? Leider nein. Aber ich hätte gern eins. Du darfst mir zu Weihnachten gern eins basteln. Dein Spezialistenwappen. Templerlager. Brüder, wir müssen auf den Ruf des Erbauers selbst hören, der es uns zur Pflicht gemacht hat, diese Magier zu vernichten. Durch ihre Rebellion haben sie ihr Recht auf Leben verwirkt. Sie sind keine Menschen und jeder Befehl, der uns von diesem ehrenhaften und rechtschaffenen Kampf abhalten will, ist eine Lüge, geschickt von ihm, um die Gläubigen von den Narren zu trennen. Stoßt an der Weststraße zu uns und kämpft für eine würdige Sache! Hua! Ein Brief in klarer und gebildeter Handschrift. Das wäre lustig, wenn auf einem Brief Hua! Stehen würde. Kampfschrei. Aber das finde ich auch lustig. Weißt du, wenn die Templer und Magier gewusst hätten, dass hier der Aufruf zur Templerfestung liegt und 500 Meter weiter ist eine Höhle, wo die Magier sich versammelt haben. Ja. Tja, kein Wunder, dass auf der Straße hier so viele Leute rumrennen. Das stimmt wohl. Da sind schon wieder welche. Naja, muss überlegen. Hier haben wir. Hier ist ja irgendwo das Lager. Und da ist halt die Festung. Also ist ja wirklich. Nicht weit auseinander. Ja. Die teilen sich halt wirklich die Weststraße. Also hier ist wirklich der Hauptkonflikt auf der Weststraße zwischen beiden Fraktionen. Und oben ist Radcliffe und Schild. Ja, das ist dir egal. So, dann beam dich nochmal kurz in das Lager da unten. Guck mal. Achso, da müssen wir stimmen nach Radcliffe. Um deine Tränke nochmal aufzufüllen. Da, zum Ort reisen. Reise. Wir sind auf Reisen, lalala. Immer auf Reisen, lalala. Wir sind so auf Reisen, dass der Krieger da gerade aus dem Himmel gefallen ist. Ja. So. So. Dann. Wir müssen auf Karte gucken. Ja, geradeaus. Blutlotus! Aber ich glaube, da kannst du wieder unter Umständen nicht lang, weil. Na, guck, könnte tief sein. Hier sind wir noch gar nicht lang gegangen. Deswegen sagte ich auch unter Umständen. Hier ist aber alles schön mit Wasser und Blutlotus voll. Schön. Dann noch mehr Blutlotus. Ich muss sagen, ich liebe diese Welt. Nicht nur rein grafisch, sondern auch vom Design her. Ich mag es, dass das alles so bunt ist. Ja. Und knallig wirkt und schön. Da generell auch die ganzen Kämpfe, wie bombastisch es mal alles wird. Geschafft, man. So. Ein wenig geschickte Hüpferei. Haben wir das? Nö, haben wir nicht. Warum nicht? Nee, ich kann mich da nur wiederholen. Für mich darf eine Welt auch ruhig mal bunt sein. Ja, klar. So. Ui, was haben wir hier für ein Wasserfall? Und ich muss sagen, es sind bisher die bestaussehendsten Bäume, die ich in dem Spiel gesehen habe. Dieser Größenordnung. Die in Vanishing von Ethan Carter sehen sicher besser aus. Aber das ist auch nicht in dieser Größenordnung. Das stimmt wohl. Und es ist ein PC-Spiel. Ein reines, bisher. Ja, ja. Templerlager. Wir müssen bereit sein, nicht nur die Magier zu bekämpfen, sondern auch ihre Sympathisanten. Verwirren denn die Magier nicht mit Blutmagie den Geist der Ahnungslosen? Sind denn nicht die Meister nur Schafe, die jedem folgen, der genügend Autorität ausstrahlt? Die Leute müssen vor den Magiern beschützt werden. Und das ist unser Recht und unsere Pflicht.
Aber was ist mit jenen, die sie mit Lyrium versorgen, die ihnen Unterkunft und Speisung geben, die ihre Aufgaben vernachlässigen, uns bei unserem Kampf zu unterstützen? Das sind Sympathisanten, die mit den Dämonen das Bett geteilt haben und nur Abscheulichkeiten hervorbringen können. Und als solche müssen sie auch getötet werden. Wir führen unseren Krieg vor unserem Lager an der Weststraße aus und wir werden nicht eher ruhen, bis diese Welt gesäubert ist! Ja, wer weiß, wie der Dämon der Wollust aussieht, der weiß, warum die unter Umständen mit den Dämonen das Bett geteilt haben. Ja, genau. Ein bisschen klarer und gebildeter Handschrift. Das könnte durchaus sein. Ich finde es aber nicht gut, dass hier vermittelt wird, dass die Templer klare Handschrift haben und die Magier etwas ungebildet sind und alles immer kritzeln. Ein bisschen, ja. Oder ist voll. Oh, ist das schon. Seid ihr schon. Ihr seid schon für ein Lager. Die sind. Zum Angriff! Ja, guck, die gehen immer auf den du zuerst schießt, wenn du ihm nichts anderes sagst. Ja. So, da sind die gefallen wie die Fliegen, die Bogenschützen. So, da noch einer lebt. Oh, Zeit, dass der Rest der Gruppe auch aufsteigt. Und sitzt du da. Krieg erstmal Panik. Ja, er blockt in seiner Panik trotzdem. Ja, sie hat gewartet, um ihn in den Rücken zu fallen. Ach so. Das war eine clevere Taktik. Da tut einem schon ein bisschen leid. Ein bisschen. Zack, zack. Und da ist er down. So. Ist das schon das Hauptlager? Das wäre sehr schön. Ich weiß es nicht. Lammwolle. So, dann speicher mal und dann werden wir uns das Hauptlager beim nächsten Mal angucken. Denn oh, gleich gibt es erstmal was zu essen. Der Schnitter 116. Auch sehr kaputt sein Plan. Plan Magerkopfschutz. Sehr schön. So. Dann haben wir da noch dein Siegel in den Boden. Oh, warte, ist das nicht die Brücke? Was für eine Brücke? Wir hatten noch diese eine Zeichnung. Möglich, ja. Doch, kann sein. Können, aber hier ist kein Wasserfall. Ich sehe jetzt keinen. Vielleicht da lang. Ah, egal. Gönnt uns! Zerstörte Brücke! Diese Brücke wurde vor kurzem, vermutlich bei einem Kampf zwischen abtrünnigen Magiern und Templern, zerstört. Ist doch gar nicht zerstört. Ach doch, da. Und doch, da. Naja, ist schon noch benutzbar. Warum sieht der geil aus? Ist noch benutzbar. Oh, doch stimmt, das könnte es sein. Könnte sein, ja. Gut, dann speicher mal. Genau. Und dann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Gauton. Also Ramen. Ciao.